jetzt komme ich zu der Einleitung. Da will ich den Text aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47, einmal lesen. Einmal zur Erklärung. Das war gleich nachdem Petrus die Pfingstpredigt hielt. Dann fragte die Volksmenge, was sollen wir tun? Wohin jetzt? Petrus antwortete darauf, tut Buße, bekehrt euch. Und sehr viele bekehrten sich dann da und es bildete sich eine Gemeinschaft. Und was dann passierte, will ich jetzt lesen. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und ihre Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, je nach dem, was einer brauchte. Und sie waren täglich und stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot reihum in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und einfältigem Herzen. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Da hat es gut funktioniert. Aber wenn wir uns mal fragen, was ist die Arbeit in der Gemeinde? Was bedeutet das, in der Gemeinde zu dienen? Wo ist mein Platz? Dazu wollen wir nachher in der Predigt mehr hören von Lothar Sawatzki. Wollen wir jetzt noch einmal gemeinsam beten? Herr, wir kommen vor dir und wir bitten dich, dass du uns möchtest Konzentration schenken. Bitte halte alles Störende fern. Und nachher, wenn wir die Predigt hören, dass wir verstehen, was du uns damit sagen willst, auch wenn wir es nicht gleich verstehen, vielleicht auch eine Woche später oder einen Monat oder Jahre später. Und wenn uns was wichtig geworden ist, weil wir Menschen vergesslich sind, wir können ja es uns auch zu Hause aufschreiben, sodass wir es behalten. Und ich bitte darum, dass dieser Gottesdienst ein Segen wird. Im Namen Jesu Christus. Amen. Ich wünsche der ganzen Gemeinde Gottes Gegenwart und seinen bleibenden Frieden jetzt für diese Stunde. Für mich ist es immer ein Stück Heimat, wenn ich hier zurückkomme in die Mennonitengemeinde von La Plata, weil ich hier aufgewachsen bin und mittleren Alters, die Leute vom mittleren Alters und Ältere sind mir alle noch ziemlich gut bekannt. Also ich kenne viele, die Jüngeren kenne ich schon nicht so gut, aber einige kann ich noch ein bisschen hin ähneln zu den Eltern. Also es ist schön, dass wir diese Gemeinschaft heute Morgen feiern oder auch miteinander haben können. Wie in der Einleitung schon gesagt wurde, möchte ich heute zum Thema, wie kann ich den Willen Gottes erkennen oder auch wozu hat Gott mich berufen? Manches Mal fragen wir uns, wozu braucht Gott uns Menschen überhaupt, um sein Reich hier auf Erden zu bauen? Er könnte es gut allein mit seinen Heerscharen von Engeln und dazu noch viel besser als wir alle zusammen. Ja, das stimmt. Gott könnte uns fragen, was kannst du denn überhaupt für mich tun? Diese Frage sollte uns an diesem Morgen begleiten und vielleicht erfährt der eine oder der andere, worauf es wirklich ankommt. Unsere Fähigkeit, das Reich Gottes zu bauen, hängt ganz und gar von unserem Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist ab, weil wir ohne die Gnade Jesu Christi nichts tun können, das Ewigkeitswert besitzt.
Es wird unmissverständlich gesagt, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeitet sein Erbauer vergebens daran. Psalm 127, Vers 1. Wir können auch ohne den Heiligen Geist bauen, aber dann sind unsere Anstrengungen im Hinblick auf die Ewigkeit vergeblich. Gott sagt im Alten Testament zu einer Gruppe von Menschen, die eifrig damit beschäftigt waren, ihm zu dienen, in Jesaja 66, Vers 1 und 2, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Ganz einfach ausgedrückt, sagt Gott hier, ich bin der alleinige Gott. Seid ihr euch im Klaren darüber, wer ich eigentlich bin? Denkt ihr wirklich, ihr könnt irgendetwas für mich tun? Man könnte diesen Versuch einmal mit einem Ameisenhaufen vergleichen, das zu den Menschen sagt, wir werden für euch ein Haus bauen. Das wäre für uns absolut lächerlich. Wir können in unserer Kraft nichts tun, um unseren majestätischen, unfassbaren und wunderbaren Gott zu dienen oder ihm zu gefallen. Er braucht uns eigentlich gar nicht. Gott sagt in diesen Versen aber auch, wer ihm gefällt und ihm dienen kann. Diejenigen, die demütig sind, zerknirschten Herzens sind, also Buße tun, so wie es in der Apostelgeschichte schon erwähnt wurde, die ihn fürchten und ihm gehorchen. Solche Menschen können sein Haus hier auf Erden anfangen zu bauen. Und wie können sie es tun? Nicht durch Macht oder Gewalt, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscharen, nach Sacharja 4, Vers 6. Erst wenn der Mensch im Gehorsam mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet, kommt er zu nennenswerten Ergebnissen. Nur dann ist die Mühe des Arbeiters nicht umsonst. Ein nennenswerter Arbeiter im Reich Gottes zu sein, das sollte der größte Wunsch eines jeden Jünger Jesu Christi sein. Dazu hat uns Gott berufen und ist ausschließlich der Wille Gottes für alle Menschen. Aber das größte Hindernis, Gottes Willen zu erkennen und zu befolgen, sind wir Menschen selbst. Um diesen einmal entgegenzuwirken, damit wir den Willen Gottes tatsächlich erkennen können, werden wir uns mit folgenden drei Fragen einmal auseinandersetzen. Die erste Frage, hast du Gott ernsthaft gesucht? Zweitens, bist du verwurzelt? Und drittens, bist du zu sehr in gewissen Dingen verstrickt? Zur ersten Frage, hast du Gott ernsthaft gesucht? Diese Frage können wir auch anders formulieren. Tust du das, was Gott für dich geplant hat? Ihr könntet jetzt sagen, aber ich weiß doch gar nicht, wozu ich berufen bin. Nun, der Wunsch Gottes und der Wille für unser Leben, um das zu erkennen, dazu hat Gott einen wunderbaren Plan für uns bereitet. Aber zurück zur Frage, hast du Gott ernsthaft gesucht? Es wird uns deutlich gesagt, dass Gott denen ihren Lohn geben wird, die ihn in Glauben und voller Hingabe suchen, nicht denen, die voller Zweifel beiläufig nur einmal danach fragen. Wenn du Gott ernsthaft suchst und wirklich mit einer Antwort rechnest, erkennst du, zu welcher Aufgabe du auf der Erde berufen bist. Wenn du den Willen Gottes gleich am Anfang nach deiner Bekehrung ernsthaft suchst, legt er dir einmal einen groben Plan vor.
Er wird dir bereits schon am Anfang zeigen, wie das Ziel aussieht. Josef erfuhr bereits als Jugendlicher, dass er ein großer Führer werden würde. Sogar seine Eltern und Brüder würden unter seiner Leitung stehen. Es dauerte viele Jahre, bis sich diese Vision aber erfüllte. Mose wusste mindestens 40 Jahre, bevor er seinen Dienst begann, dass er der Leiter Israels sein würde. David erfuhr bereits in seiner Kindheit, als er als Junge die Schafe hütete, dass er König werden würde. Aber es vergingen noch viele Jahre, bis es geschah, und viele haben auch etwas Vergleichbares erlebt. Gott behandelt uns so, wie er Josef, Mose und auch David behandelte. Er zeigt uns den groben Plan für unser Leben, aber nicht die einzelnen kleinen Schritte, die zur Umsetzung nötig wären. Und das wiederum zwingt uns immer wieder, im Glauben zu leben, und wir können uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Wir müssen Gott immer wieder neu suchen und seinen Worten gehorchen, so kommen wir dem Ziel näher. Man bekommt häufig den Eindruck, der nächste Schritt, den Gott uns zeigt, führt eher vom Ziel weg als dahin. Josef hat bestimmt nicht einmal im Traum daran gedacht, dass 10 Jahre Sklavendienste ihm den Ziel näher brachte, wozu Gott ihn berufen hatte. Deshalb werden wir aufgefordert, vertraut mit ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, suche seinen Willen. Was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Sprüche 3, 5 und 6. Gott wird dir seinen Willen in deinem Leben offenbaren, wenn du ihm von ganzem Herzen suchst und vertraust. Dabei spielt Geduld eine ganz wichtige Rolle. Zur zweiten Frage. Bist du verwurzelt? Das bringt uns zum zweiten Grund, weshalb viele den Willen Gottes für ihr Leben nicht erkennen. Sie sind nicht in ihrer Ortsgemeinde verwurzelt. Im Worte Gottes heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Psalm 92, Vers 14. Das Haus des Herrn auf Erden ist die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Wer sich dort eingepflanzt hat, dort verwurzelt wird, wird grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. So hat es Gott geplant. Der Herr hat die Gemeinde eingesetzt, nicht Menschen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Die Frage ist hier, wie kann er seine Gemeinde bauen, ohne körperlich anwesend zu sein? Die Antwort lautet, durch seine Gemeinde, durch uns. Aus diesem Grund werden wir auch als seine Mitarbeiter bezeichnet. Die Gnade, die Fähigkeiten und die Gaben, die dazu erforderlich sind, kommen von ihm und er gibt uns auch übernatürliche Kraft. Aber er braucht hingegebene und gehorsame Diener, damit sein Werk vollendet werden kann. Die entscheidende Frage lautet, bauen wir seine Gemeinde zusammen mit ihm oder werden wir von unseren eigenen Plänen getrieben? Die Gemeinde wird auch als Leib Christi bezeichnet. Paulus schreibt, er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, nach Kolosser 1, Vers 18. Der Herr selbst weist jedem Glied seinen Platz im Leib zu. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Nicht wir entscheiden, in welcher Gemeinde wir gehen, sondern Gott. Wollen wir mal über diesen Satz nachdenken.
Wie viele Menschen wählen sich ihre Gemeinde aus, als suchen sie sich ein Kleidungsstück oder ein Restaurant aus und fragen überhaupt nicht nach dem Willen Gottes, beten nicht und versuchen nicht in Erfahrung zu bringen, in welcher Gemeinde Gott sie hinstellen möchte. Meinst du, du könntest so deinen Auftrag angemessen ausführen, wenn du nicht einmal am richtigen Ort im Leibe Jesu Christi gepflanzt bist? Jeder von uns hatte eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Nun zur Frage, warum ist damals die Urgemeinde, von der in der Einleitung gelesen wurde, so explosionsartig gewachsen? Wir haben schon einmal die Verse gehört von Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Also Gott, wollte ich bloß noch einmal auf den letzten Teil hingehen, also Gott fügte noch immer wieder Gemeinde oder Menschen in die Gemeinde ein, sodass diese Gemeinde in Jerusalem sehr schnell wuchs. Hier erkennen wir, dass die Gläubigen in der Ortsgemeinde verwurzelt waren. Sie beteten Gott gemeinsam an und hatten sich gleichzeitig den Leitern unterstellt, teilten den Erlös ihrer Besitztümer und erlebten ein gutes, kraftvolles Gemeindewachstum. Die Glieder waren lebendig, weil sie Teil der Ortsgemeinde waren. Später traten Probleme ein, als einige Witwen bei der täglichen Verteilung der Mahlzeiten übersehen wurden. Da riefen die Apostel die Ortsgemeinde zusammen und sagten, dass es für sie nicht gut sei, den Dienst des Wortes zu verlassen, um Essen zu servieren. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Sie sagten nicht, nun, Leute, wir brauchen ein paar Freiwillige. Könnte vielleicht jemand etwas Zeit erübrigen, um diesen armen Damen zu helfen? Nein, es war für alle Gläubigen selbstverständlich, dass sie dienten, weil sie in der Ortsgemeinde verwurzelt waren und dort auch gemeinsam lebten. Und man kann sich vorstellen, dass jedes Gemeindeglied darauf hoffte, für einen Dienst ausgewählt zu werden. 7 Männer wurden dann schließlich ausgewählt. Und ich lese dazu Apostelgeschichte 6, die Verse 6 und 7. Diese Männer stellten sich vor die Apostel, sie beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also hier sehen wir, wie es durch die Diakonearbeit auch noch das die Gemeinde noch mehr wuchs. Ihr Dienst schien zwar völlig unbedeutend, aber als sie anfingen, die Mahlzeiten zu verteilen, breitete sich das Wort Gottes aus und die Zahl der Jünger mehrten sich sehr in Jerusalem. Denn die Diakone, die das Essen servierten, die sind nicht still gewesen, sondern die haben auch immer wieder auch dann von Gottes Plan und Gottes Reich gesprochen. Hier kommt auch ein ganz erstaunliches Prinzip zum Vorschein. In den ersten 5 Kapiteln der Apostelgeschichte wird das Wort hinzugetan mehrfach benutzt, um das Wachstum der Gemeinde in Jerusalem zu beschreiben. Wir schauen uns einmal 3 Stellen aus der Apostelgeschichte an. Einmal Kapitel 2, Vers 41, 47 und 5, Vers 14. Also in 41 heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesen Tagen wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und Vers 47, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und 5, Vers 14, desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Also, wir sehen, dass es da ein sehr raschen Wachstum gab in der Gemeinde zu Jerusalem.
An diesen drei Bibelstellen wird also ein sehr starker Gemeindezuwachs beschrieben. Anhand eines Vergleichs wird es uns einmal deutlich gemacht. Wir können uns einmal einen Prediger vorstellen, der an jedem Monat 10.000 Menschen für den Herrn gewinnt. Wir würden sagen, das ist ja recht effektiv. Das ist ja wirklich gute Arbeit. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange es dauern würde, bis die ganze Welt mit dem Evangelium dadurch erreicht würde? Die Antwort ist erschreckend. 60.000 Jahre würde es dauern. Und das gilt auch nur unter deren Annahme, dass während dieser 60.000 Jahre niemand sterben und niemand geboren werden würde. Dieser Zeitraum ist 10-mal so lang wie die Zeit, die der Mensch bisher auf der Erde gelebt hat. Kein einziger Prediger würde das schaffen. Ein starker Wachstum wie der, der in der Apostelgeschichte beschrieben wird, kann folgendermaßen aussehen. Stellt euch einmal vor, du gewinnst 2 Menschen für den Herrn und schaffst es, sie in die Gemeinde zu integrieren. Im nächsten Monat führen diese beiden jeweils weitere 2 in die Gemeinde und so immer weiter. Ja? Dass immer jeder, der sich bekehrt hat und in die Gemeinde hineinkommt, weitere 2 Menschen bekehrt und in die Gemeinde hineinbringt. Ja, die Frage ist hier auch, wie lange dort würde das dann dauern, bis alle Menschen mit dem Evangelium erreicht würden? Die Antwort ist überwältigend. 33 Monate. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht einmal 3 Jahre würde das dauern. Das ist starker Wachstum. In dieser Form fängt es in der Apostelgeschichte mit der ersten Gemeinde an. Auf diese Weise hörten alle Bewohner der Provinz Asien, Juden, Griechen, das Wort des Herrn. Und wenn hier gesprochen wird von alle Bewohner, dann meint die Bibel auch alle. Und das bedeutet, dass jeder Mensch zu der damaligen Zeit erreicht wurde. Es ist nicht nur von einer Stadt hier die Rede, sondern von einer ganzen Region. Und wir wissen, es gab damals weder Handys, Satelliten, noch Fernseher, Radios oder Autos und noch nicht einmal ein Fahrrad. Und doch wurde ein sehr starker Wachstum in der Gemeinde verzeichnet. Wir denken weiter über das Wort gepflanzt, verwurzelt nach. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass im Reich Gottes das Gesetz der Saat und Ernte gilt. Wir haben immer wieder Beispiele von Saat und Ernte. Stell dir vor, du hast von letzten Jahr noch einige Tütchen mit verschiedenen Samen aufbewahrt, hast aber leider nicht daran gedacht, die Arten der Samen auf den Plastiktüten zu vermerken. Einige Samenarten erkennst du an ihrer Form, aber einige sind so ähnlich, dass du sie nicht unterscheiden kannst. Um herauszufinden, um welche Art es sich hier handelt, ist es das Beste, die Samen auszustreuen und einfach wachsen zu lassen. So ist es auch in der Gemeinde. Gott legt in einen jeden von uns eine Berufung hinein. Dann gibt er uns die erforderlichen Gaben, um die Berufung zu verwirklichen. Jesus sagt, dass uns Berufung und Gaben in Form von Samen gegeben werden. Wenn ich mich einer Gemeinde anschließe und dort Wurzeln schlage, kann ich das erreichen, was Gott für mich geplant hat, wozu er mich berufen hat. Wenn nicht, kann es leicht geschehen, dass ich meine Gaben für andere Ziele einsetze, als mein Schöpfer es geplant hat. Mit den Gaben kann man große Erfolge feiern und dabei trotzdem den Herrn ungehorsam sein. Hierzu einige Beispiele. Viele Menschen haben eine großartige Stimme. Ihr Gesang kann Menschen zu Tränen berühren. Sie hatten diese Gabe erhalten, um Gott zu verherrlichen und Menschen dazu inspirieren, Gott zu suchen und sich ihm hinzugeben.
Sie haben jedoch ihre eigentliche Berufung nicht erreicht, weil sie nicht errettet wurden oder in keiner Gemeinde verwurzelt waren. Und es gibt Menschen, die ihr Leben einmal Jesus übergeben haben, aber nur hin und wieder in den Gemeindeversammlungen teilnehmen. Sie können ihre eigentliche Berufung im Reich Gottes nicht erfüllen, weil sie nicht verwurzelt sind. Du kannst deine wirkliche von Gott gegebene Berufung erkennen. Du kannst Gottes Stimme nicht wahrnehmen, wenn du nicht in der Gemeinde verwurzelt bist. Das hat Gott so festgelegt und nicht Menschen. Eine andere Schwierigkeit besteht darin, dass viele Christen in eine andere Gemeinde gehen, sobald es in ihrer Gemeinde Probleme gibt. Solche Gemeindeglieder geben hierzu verschiedene Gründe an. Der Gemeindeleiter hat so seine Schwächen. Die Kollekten werden nicht so eingesammelt, wie ich es mir vorstelle. Das gespendete Geld wird nicht so angelegt, wie es mir gefällt. Also werden misstrauisch. Ich werde zu wenig beachtet. Der Gemeindeleiter hat mich noch nie besucht. Die Liste mit möglichen Gründen ließe sich noch weiter fortsetzen. Solche Menschen laufen dorthin, wo es keine Probleme zu geben scheint, statt sich den Schwierigkeiten zu stellen und voller Zuversicht an deren Lösung zu arbeiten. Reden wir einmal Klartext. Jesus ist der einzige vollkommene Pastor und auch das einzige perfekte Gemeindeglied. Warum laufen wir vor den Problemen davon, statt uns ihnen zu stellen und durchzuarbeiten? Menschen ziehen von Gemeinde zu Gemeinde und suchen nach einer Gemeinschaft mit fehlerlosen Leitern und perfekten Mitgliedern. Das werden sie auf Erden nicht finden. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ja, und was geschieht, wenn man eine Pflanze alle 3 Wochen ausreißt und weiterpflanzt? Dass ihr Wurzelsystem beginnt langsam an zu schrumpfen, sie wächst nicht mehr und trägt auch bald keine Blüten mehr. Und genauso ist es auch mit Gemeindegliedern, die von einer Gemeinde zur anderen gehen. Christen, die in der Gemeinde nicht die gewünschte Position erhalten, fühlen sich sehr schnell gekränkt. Wenn etwas anders gemacht wird, als sie sich gewünscht hätten, werden sie wütend, verlassen die Gemeinde und geben der Leiterschaft die Schuld. Sie sind blind für ihre eigenen Schwächen und begreifen nicht, dass Gott sie durch den Druck, den sie verspürt haben, reinigen und auch wachsen lassen will. Das gilt übrigens nicht nur für Dienst und Mitarbeit in der Gemeinde, sondern auch für die Ehe, denn den Arbeitsplatz und all den Orten, wo enge menschliche Beziehungen gepflegt werden. Wer gut in einer Gemeinde verwurzelt ist, der wird ein starker Baum mit schmackhaften Früchten. Der Herr freut sich über solche gereiften Bäume. Deshalb sollten wir uns nicht gegen das sträuben, was Gott zulässt, um uns stärker werden zu lassen, sodass wir unserer Berufung besser nachkommen können. Nun zur letzten Frage, zum letzten Punkt. Bist du vielleicht zu sehr in gewisse Dinge verstrickt, um den richtigen Platz in der Gemeinde zu finden oder den Dienst? Als dritter und letzter Grund dafür, dass Menschen ihre Berufung nicht finden oder erfüllen, ist, dass viele Menschen in gewisse Dinge verstrickt sind, die sie beschweren und daran hindern, weiterzugehen und den eigenen Lauf zu vollenden. Der Herr offenbart jedem, dem der Wille Gottes wichtiger ist als sein eigenes Leben, was er tun soll. Es ist eine sehr wichtige Eigenschaft, den Willen Gottes höher zu achten als die eigenen Wünsche. Im Evangelium wird uns ein Beispiel gegeben. Jesus reiste eines Tages von einer Stadt in eine andere. Auf dem Weg geschah Folgendes. Es geschah aber, als sie auf den Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Nach Lukas 9, Vers 57. Dieser Mann war voller Begeisterung, voller Leidenschaft
und auch aufrichtig. Er wollte Jesus in jeder Hinsicht folgen. Jesus aber, der die Herzenshaltung des jungen Mannes erkannte und sah, in was der Mann verstrickt war, sagte zu ihm folgende Worte: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Dieser Mann baute sein Leben auf die weltliche Sicherheit, die er besaß. Er hatte wahrscheinlich eine gut bezahlte Arbeit, hatte sein Kapital in einem schönen Haus angelegt und außerdem gute Altersversorgung getroffen. Jesus konfrontierte ihn direkt mit diesem Wunsch nach irdischen Sicherheiten, indem er ihn darauf hinweist, dass er keinen sicheren Ort habe, an denen er sein Haupt hinlegen könne. Wir sehen nun diesen Mann, der gemeinsam mit vielen anderen aus der Menschenmenge vorsichtig anfängt, den Rückzug anzutreten und sich allmählich von Jesus zu entfernen. Und schließlich ganz von der Bildfläche verschwindet. Dann schaute Jesus einen anderen Mann an, der weiterhin lebhaftes Interesse zeigte und sagte zu ihm: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Nach Lukas 9, 59 und 60. Was für eine Antwort. Man könnte hier auf den Gedanken kommen, dass Jesus unsensibel und recht hart reagiert habe. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, in welcher Kultur er lebte. Theologen haben herausgefunden, dass es damals folgende Traditionen gab. Wenn ein Mann starb und sein Erstgeborener seiner Verpflichtung nachkam, seinen Vater zu begraben, erhielt der Erstgeborene doppelt so viel vom Erbe wie die anderen Söhne. Wenn er seiner Verpflichtung nicht nachkam, erhielt der zweite Sohn den doppelten Anteil. Wir sehen, diesen Mann ging's ums Geld. Er hatte Interesse daran, wohlhabend zu sein, und dieses Bestreben hat ihn daran gehindert, Jesus wirklich nachzufolgen. Dieser Mann sagte nicht, dass er Jesus nicht nachfolgen wolle. Er sagte ja aber seine eigentliche Haltung mit den folgenden Worten ganz deutlich aus: Erlaube mir vorher. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lukas 9, 61 und 62. Auch hier finden wir das Wort vorher. Diesem Mann war die Familie besonders wichtig. Vielleicht hatte er gute Freunde oder eine Freundin in seinem Heimatort. Er wollte ihnen von seiner Nachfolge erzählen, um zu sehen, ob sie ihn darin unterstützen könnten. Die enge Beziehung zu diesen Menschen war ihm höchste Autorität und wahrscheinlich würde er es von deren Entscheidung abhängig machen, wie intensiv er Jesus nachfolgen würde. Der Herr konfrontierte ihn sofort mit dieser Haltung, indem er ihm sagt, dass er mit dieser Haltung nicht geeignet sei, im Reiche Gottes zu dienen. Man kann sich nun lebhaft vorstellen, dass von den vielen Menschen, die Jesus nachfolgen wollten, nur noch ganz wenige bei ihm geblieben sind. Lukas spricht da von 70 Menschen, die noch um Jesus standen. Vermutlich hatten sich zunächst mehrere tausend Menschen versammelt. Aber nachdem Jesus ihnen die drei Bereiche, in denen sie versteckt waren, direkt genannt hatte, nämlich Sicherheit, Geld und Beziehungen, sind einer nach dem anderen einfach abgezogen. Jesus wendet sich nun den 70 Leuten zu, die geblieben waren. Jesus wählte diese Männer aus und übertrug ihnen eine Aufgabe. Wen Jesus auswählt, der erhält damit auch eine Aufgabe. Und wer von Jesus eine Aufgabe erhält, den hat er auch ausgewählt.
Jesus weist in Matthäus Evangelium an zwei Stellen darauf hin. Er sagt, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das sehen wir in Matthäus 20, 16 und 22, Vers 14. Viele sind berufen. Ja, wie viele sind das? Wir können sagen, ein jeder, um ganz genau zu sein. Jeder Gläubige ist von Gott zu etwas ganz Bestimmtem berufen worden. Und Gott hat ihm auch die entsprechenden Gaben dazu gegeben. Aber, und das klingt möglicherweise erschreckend, es sind nur wenige auserwählt, die ihre Berufung, den Willen Gottes, wirklich erfüllen. Warum werden nur so wenige Menschen auserwählt und eingesetzt? Es sind nur wenige Menschen bereit, sich wirklich von ihren eigenen Wünschen, ihren Verlangen nach Geld und hinderlichen Beziehungen abzuwenden, um den Willen des Vaters auszuführen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Es ist nicht Gottes Schuld, dass die Menschen in unserer Zeit nicht erreicht werden. Denn Gott will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi einmal dafür Rechenschaft geben müssen, warum die Menschen unserer Tage nicht mit dem Evangelium erreicht worden sind. Wenn wir unsere Berufung erfüllen, werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber zulassen, dass wir uns in allen möglichen Dingen verstricken, werden wir am Tag des Gerichts ernüchternd Erfahrungen machen. Du sagst vielleicht, ich bin nur eine oder einer unter vielen. Was wäre, wenn zum Beispiel deine Leber sagen würde, ich bin ein unbedeutendes Organ in deinem Leib. Keiner sieht mich, niemand achtet auf mich, was ich tue. Deshalb werde ich jetzt das tun, wozu ich Lust habe und nicht das, wozu ich geschaffen wurde. Jeder weiß, dass ein Leib ohne Leber nicht funktionieren kann. Was würde geschehen, wenn die Lunge so etwas sagen würden oder ein Bein, ein Fuß oder irgendein Körperteil? Jeder Körperteil ist wichtig und ebenso auch jedes Glied der Gemeinde ist wichtig. Mir ist durchaus bewusst, dass dieses für viele keine frohe Botschaft ist. Aber es folgt darauf auch gleich eine gute Nachricht. Du kannst jetzt anfangen. Du kannst auf die Knie gehen und beten. Gott um Vergebung bitten wegen all der Dinge, die du in deinem Leben geduldet hast und die dich davon abgehalten haben, wirklich seinen Willen zu erkennen und zu tun. Dann kannst du Schritt für Schritt auf den Weg mit Gott vorwärts gehen. Wir haben nun während dieser Ausführungen drei Dinge betrachtet, die wichtig sind, um Gottes Willen und unsere Berufung zu erkennen. Erstens, suche Gott ernsthaft und voller Glaube. Zweitens, werde in einer Ortsgemeinde verwurzelt, und zwar in der, die Gott dir zeigt. Das bedeutet auch, dass du dich der Leiterschaft und denen von ihnen eingesetzten Menschen unterordnest und ihnen gehorchst. Und drittens, löse dich von allem, in das du versteckt bist. Wenn Gott dir Dinge zeigt, die dich beschweren und in deiner Berufung hinderlich sind, so bitte ihn darum, dass sein Schwert die seelischen und fleischlichen Bindungen, die dich von Gott zurückhalten, trennt. Wenn du diese drei Dinge in deinem Leben beachten und auch anwenden wirst, wird Gott sich dir offenbaren und seinen Willen dir Schritt für Schritt kundtun. Der Herr gebe dir Kraft und die nötige Weisheit dazu. Ich möchte mit euch beten. Großer Gott und Vater, wir sagen dir von Herzen Dank, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast.
Wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und dass du für einen jeden eine klare Berufung und auch Aufgabe bestimmt hast. Herr, gib, dass wir immer wieder in deinem Wort forschen, dass wir beten, dass wir suchen und dass wir uns von deinem Geiste füllen lassen, damit wir unserer Berufung gerecht werden. Herr, viele in der Gemeinde haben ihre Aufgaben, aber so manche wissen noch nicht genau, was sie in der Gemeinde tun sollen. Herr, öffne auch ihnen ihre Herzen, ihre Augen, damit sie erkennen, wozu du sie bestimmt hast und dass sie voller Freude ihre Aufgaben in Angriff nehmen. Herr, schenke uns auch weiter deinen Segen. Schenke uns alle gemeinsam eine gesegnete Woche und begleite uns durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.